Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, heute erwartet uns hier, glaube ich, der Rivalenkampf, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwo. Genau jetzt. Nico, suchst du ihn auf Pokémon? Hallo, der Armreif an dein Handgelenk. Wie soll ich sagen? Der ist echt cool. Mit diesem Mega-Armreif kann man also die Mega-Entwicklung auslösen. Das heißt also, dass die Freundschaft zu deinen Pokémon noch tiefer und du somit noch viel stärker wirst. Also gut, ich werde mir mal ansehen, wie stark du geworden bist. Und ich möchte dir auch zeigen, wie weit ich meine Pokémon dich bisher gebracht haben. Los, lass uns kämpfen. Flampivion. Ich hab vergessen, wer ist bei uns noch mal vorne? Ah, das ist ja gut. Dann haben wir gleich mal ein Erdbeben hier raus. Ah, scheiße, wir haben Gewaltrunde, dann hätte ich rechnen können. Aber ganz ehrlich. Man hätte auch raustauschen können, das wäre das Einzige, und der wäre wahrscheinlich nicht auf Gewaltruhe gegangen, also. Wäre alles egal gewesen, von der Theorie her. Ja gut, der wird wahrscheinlich eine Pflanzenattacke einsetzen. Deswegen gehen wir auf Ramos. Hat jetzt auch schon vom Level her wieder über uns, ne? Also ich habe auf jeden Fall alle Trainer mitgenommen, die sie zumindest seit dem letzten Mal hatten. So, ich ging wegen Thema Maruko damit ab. Der war eine Käfer, der da reinsetzen soll, ne? Wegen Segen. Ja. Sollte auch reichen. Seedraking. Ja, Max müsste auf jeden Fall schneller sein. Ich kann die Drachenattacke einfach töten. So, und jetzt kommt Porygon 2. Ach, haben sie ehrlich, dann ziehen wir einmal durch hier. Hier ist auch gut am Ball. Bam. Oh, es hat eine hohe Verteidigung. Okay, aber wären wir jetzt schon verwirrt? Oder wären wir noch verwirrt, wenn es nur zweimal ist? Warum das dritte Mal jetzt noch? Ich weiß nicht, wann die Verwirrung eintrifft normalerweise. Okay, ich schätze einfach mal wahrscheinlich, wenn wir es eingesetzt hätten. Direkt danach dann. Da hatten wir jetzt hatten wir Glück. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist, ob es so 50-50 ist. Wahrscheinlich schon, oder? Ob es zwei oder dreimal trifft. Deshalb weiß ich das gar nicht. Duokless. Ah, soll ich mal deine Weiterentwicklung zeigen? Das war einfach dumm gewesen, ne? Nur eine Stahlattacke und eine Kampfattacke. Egal. Wir zeigen ihm trotzdem, wie das funktioniert hier. Boosten Step einmal hoch. Und dann machen wir einen Eisenschädel. Schade, Beulenhelm macht. Ich wusste gar nicht, dass das so viel macht. Okay, jetzt reicht es nicht andersweise. Okay, Taktikänderung. Wir gehen wieder raus. Du machst einen Schattenstoß. Okay, wir haben jetzt nicht wirklich irgendwas. Aber so. Ich frage mich jetzt, warum der so ein Duokless hat, dass er nicht zum Duo gerade weiterentwickelt worden ist. Das ist auch schon irgendwie so ein bisschen komisch. So, da bist du wieder. Denn das Ding ist, der Wetter ist wahrscheinlich eh wieder. Vielleicht ist jetzt eh wieder Kehrtwende ein, aber ich weiß nicht, was sein letztes Pokémon ist.
Egal, wir drücken auch wieder Erdbeben. Dann ist das jetzt wieder Geldwende. Lucario, dann ist er gut. Dann ist Erdbeben ja immer noch gut. Das wäre bestimmt eine Mega-Entwicklung, oder? Hat der Mega-Lucario bestimmt, oder? Tja, werden wir jetzt nicht erfahren. Ich muss sagen, so die Kehrtwendennutzung von den ganzen Pokémon her, also auch bei den anderen Trainern oder so, sind irgendwie nicht so optimal, ne? Das tötet bei den Leuten irgendwie mehr Pokémon, als denen es etwas bringt. War ja auch schon der normale Arena so. Den Dreh haben die irgendwie nicht raus hier. Ich würde sagen, dass du stark genug bist, um überall nach Pokémon zu suchen. Du kannst dich ja auch hier mehr perfekt umgehen. Jo. Mit der vor allem Fliegen kannst du zum Beispiel blitzschnell in eine Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Um Fliegen raus davon kämpfen einsetzen zu können, brauchst du aber zunächst den Orden der Arena von Baumhausen City. Okay, also brauchen wir tatsächlich den Arena-Orden hier erst. Achso, ich gehe schon mal vor und nächstes Mal gewinne ich garantiert. Jo. Obwohl, gestern konnten sie mir einmal zurück wieder heilen. Oder hat er uns vielleicht hochgeheilt? Nee. Dann mal schnell heilen gehen. Und eigentlich sollten wir mal bauen, diese Folge noch in Baumhausen City ankommen. Sodass wir nächste Folge in die Arena machen können. Und dann, ja. Danach kann ich halt erstmal ein bisschen zurückfliegen. Dann TM Matschbombe holen, Dunkelklaue, Items kaufen. So. Das wollen wir auf jeden Fall da machen. Eine Flugarena haben wir jetzt nächstes Jahr, ne? Davon abgesehen. Ja, dann macht bloß dann auch erstmal wieder nichts. Anna auch nicht. Genauso in der letzten, also das ist eine Feuerarena. Aber wir haben zwei Gesteinsattacken, wir haben einen Stahl-Pokémon. Von der Theorie kann ich ja Dugab bestimmt auch noch Felsgrab beibringen. Aber wir haben nochmal Katapult bekommen, deswegen wollte ich eh mal nachgucken. Was macht Katapult genau? Also wie viel Schaden? Das macht ja, glaube ich, mehr Schaden oder so, wenn der Gegner quasi schwebt oder fliegt oder so, oder? Jo. Also ich falle auf den Boden. Ah, ich hab eben gedacht, schade, ich hab eben gedacht, das macht ja mehr Schaden, wenn die fliegen. Aber das heißt nur, dass sie quasi vom Bodenattacken getroffen werden können. Ja, dann nutzt sie das nicht. Da könnte es, das Felsgrab bei deren Doomguard? Nee, okay, schade. Na gut, egal, dann machen wir erstmal weiter. Müssen auch erstmal ankommen. Das ist ein Ninja, komm her, Ninja. Oh, das heißt ja bestimmt wieder ein Ninja-Turm, oder? Na gut, wir haben das Steinhagel. Jetzt gibt es irgendein Flug-Pokémon. Der stimmt, Tropius, ne? Und im Stumplex auf jeden Fall gefährlich werden. Und ansonsten. Eigentlich sage ich nur, Pflanze ist wirklich das wirklich gefährliche für uns. Das heißt, eigentlich nur Tropius sollen gefährlich werden. Und für Tropius haben wir dann vielleicht doch Ramos. Ich weiß gar nicht, Tropius aber eine Flugattacke beherrscht an sich. Wobei er nur so Alibi-mäßig den Typ Flug hat. Was ist jetzt auch schon da? Okay, da kommen noch ein paar mehr Trainer. Gut, dass mich heilen war für einen Trainer, hat sich ja voll gelohnt. Aber er wollte mich jetzt auch nicht heilen gehen, ne? Da können wir eigentlich direkt nach oben. Aber ich kann mal gucken, gibt es da irgendwie irgendeinen Special-Typ zum Einkaufen? Ne. Was kann ich da mittlerweile kaufen, weil ich noch den letzten erwähnt. Top 3, Top Renesung haben wir mittlerweile. Kann ich mal irgendwas noch dazukommen? Ne. Oh, ich könnte aber von der Theorie her. Ja, nee. Aber ich könnte aber wenigstens noch. Ich muss kaufen. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Schwächenschutz kaufen lasse, aber auf Ram auf Patch. Für die nächste Arena halt jetzt hier. Vielleicht auf Roserade oder so, aber ganz ehrlich. Da finde ich davon. Also zumindest Ram aus, wenn das davon getroffen wird. Roserade ist auf jeden Fall eh tot. Schätze ich mal von der Flugattacke. So,
So, jetzt hier zur Arena. Nee. Das Troy. Ich hoffe mal, dass ich jetzt noch nicht vorbei auf Tögertaste, wenn ich schon mit denen zu reden, sondern erst, wenn ich mit dem rede. Ah, schade. Dieses Pokémon hält sich offenbar auf Route 120 auf. Ach stimmt, der ist so ein unsichtbares Kecleon, ne? Das heißt, die Arena können wir glaube ich noch gar nicht machen, weil da so ein Kecleon vorsteht, ne? Oder? Oder war es nicht in der genau? Ich glaube schon. Warte, ich kann einfach nochmal gucken, auf welchem ich mir sicher bin, dass es nicht funktioniert. Was sind die denn? Dann komme ich von hier aus ran. Genau. Okay. Na gut, wir haben eh noch. Diese Folge noch ein bisschen. Okay, würde ich vielleicht aber sagen, ich versuche es dahin zu waschen. Wo kommt denn das Item da ran? Kommt von hier aus irgendwie da ran? Ist der Weg durch irgendwo? Ne. Gut, wir versuchen es einfach dahin zu waschen erstmal, die Trainer auszulassen, die da irgendwo sind, bis wir dann quasi das Cacleon-Ding da haben. Ja, und wenn wir halt später ganz normal da längst aufnehmen, wir gerade Trainer mit. Also wenn wir dann jetzt quasi die Arena machen können. Ja, wo ist halt die Frage, ne? Wahrscheinlich ist ja vom Spiel eingeplant, dass wir die Route eigentlich mitnehmen, ne? Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir die ganzen Trainer auslassen, können sein, dass wir wieder ein, zwei Level fehlen. Ja, das ist doch wieder nervig. Na gut, dann heißt es vielleicht doch noch nicht, dass wir nächste Folge die Arena machen. Und dann müssen wir uns nämlich erstmal durch die ganze Route hier so durchkämpfen. Ein Turtok. Starter gegen Starter. Komm, wir bleiben einfach drin, machen zweimal Erdbeben. Oh, mega Turtok. Ich hoffe, wir ziehen einfach halbes Leben ab. Jo. Okay, so, Trainer Nummer 1 besiegt. Da steht der Trainer drin in dem Gras. Habe ich noch einen Schutz irgendwo aufgehoben? Irgendwas anderes an Schutz? Habe ich hier irgendwo noch einen Schutz? Schutz. Ich habe einen normalen Schutz, doch, geil. 100 Schritte. Muss nur effektiv nutzen. Okay, da sind aber anscheinend eh keine Trainer drin in dem Gras. Ein Botogel. Und wenn geheilt, hat er mir Schaden. Heilung. Okay, wenn wir alle nur ein Pokémon haben, dann kommen wir glaube ich recht schnell durch die Route hier durch. Verstehe ich vorher nicht gleich schon irgendwo jetzt? Oh ja, tatsächlich. Ach, du bist Neko, so sieht man sich wieder. Wie ist dir gegangen? Ich hoffe, du holst alles aus deinem Mega-Armer-Riff heraus. Na, ich nehme an, um dich und dein Pokémon-Team brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Übrigens, hast du schon gemerkt? Hier findest du etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wenn du dieses Gerät auf das unsichtbare Etwas richtet. Ach, ich spare mir die Erklärung lieber und lass es dich einfach selbst ausprobieren. Aber ich musste dich vorher etwas fragen, Neko. Du und dein Pokémon-Team, seid ihr bereit für einen Kampf? Ja. Gut. Nun denn, Neko. Das ist für dich. Probier es aus. Die Größe sollte so in Ordnung sein. Alter. Neko setzt das Devon-Scope ein. Ein Kecleon. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir hier nachher dann doch wieder zurück zur Arena, ne? Wir könnten wahrscheinlich noch weiterlaufen, da sind bestimmt noch ein paar Trainer. Muss dann eher in den Punkt, wo wir wahrscheinlich nicht weiterkommen, weil wegen irgendwas. Aber wenn wir jetzt schon dieses Dings hier haben, können wir auch wieder zurückrennen.
Da kannst du es wirklich bemerkenswert. Dieses Gerät ist übrigens eine Devon Scope. Mit dieser tollen Erfindung kannst du getarnte Pokémon sehen. Ich schenke es dir. Hier bitte. Das ist auch für dich. Dieser Stein ist einer meiner 5 Lieblingssteine. Er wird sich sicher dir und deinem Pokémon gefallen. Weißt du, Nico, ich mag Trainer und Pokémon, die ihr Bestes geben. Genau das gefällt mir an dir. In deinem Beutel hat gerade etwas aufgeleuchtet. Mein Spürsinn sagt mir, dass das ein Stein war. Und zwar nicht irgendein Stein. Nein, das muss ein Meteorit gewesen sein. Aber das ist eigentlich völlig unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Aber gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Joa, das ist halt die Frage, ne? Haben wir es über Gardevoir oder ein Zumpex nicht? Ich glaube, ich lasse lieber auf Gardevoir drauf, weil auf Zumpex kann man wenigstens so noch das Wahlband benutzen. Joa. Okay, dann gehen wir das noch einmal heilen. Beziehungsweise kann ich es auch erst ab der Folge machen. Und dann machen wir nächste Folge die Arena. Warte, ich kann das Kekton echt kurz einmal platt machen. So, wo ist es denn? Da. Ich kann ja gucken, ob wir in die TM da rankommen. Es flieht. So, dann komme ich hier irgendwie rum. Komme ich da ran? Aha. Strauchler. So, okay, dann war es das aber für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.